Hi und damit herzlich willkommen zum Seitenwechsel auf meinem Kanal. Hi, der geben wir 500 € in Euro verwandelt. Online-Casino für eine Woche Selbstexperiment von Tumeri. Ist unten verlinkt. Let's go mit dem Video. Jeder kennt die glamouröse Welt der Casinos, wie man sie in Filmen wie James Bond Casino Royale sieht. Anzüge, Geld, Frauen. Doch auch im Internet findet die schillernde Welt des Glücksspiels eine Plattform vor den Augen von Millionen. Schatzi, komm schnell! Kann In diesem Video werde ich in die bittere Realität der Spielsucht eintauchen und mit Suchtopfern sprechen, die alles verloren haben. Meine Wohnung, mein Job, Schulden von 30.000 €. Um am eigenen Leib verstehen zu können, wie sich Glücksspiel anfühlt, werde ich selbst 500 € aufs Spiel setzen, um herauszufinden, wie schnell man süchtig wird. Wie Online-Casinos aussehen, wie schnell ich meine 500 € verliere oder ob ich Gewinn mache. Jo, was? Was, Digga? Bostio, Jetzt wird's ernst, Mann, erst was geht mal ab? Online-Casino. Ich habe echt keinen Plan, was mich erwartet. Was, man kann hier mit Paysafecard zahlen? Oh mein Gott, nein. Paysafecard kann man sich als 12-Jähriger einfach an der Tankstelle holen. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Sie haben erfolgreich ein Konto eröffnet. Einzahlen. Okay, jetzt wird's mal wieder ernst. Ich habe da noch nie was davon gehört, von diesem ganzen Zeug. Ich fühle mich, als wäre es wirklich ein ganz normales Computerspiel. Okay, 50 Cent Einsatz. Ich fange mal klein an. Okay, und jetzt? Ach ja, 50 Cent sind weg. Okay, ist nichts passiert, alles klar. Okay, jetzt passiert was. Tintenfisch. Cool. Es dreht komplett alles am Rad. Huge Win. Hallo, hör das noch auf. Was ist das denn? Hä? Das sind jetzt 50 € bis jetzt. Ja, okay, es wären noch mehr. Mega Win. Ja, was habe ich denn? Ich raff überhaupt nichts. Wieso passiert das? Ja, gut, ich habe jetzt wirklich 50 € Gewinn gemacht bisher. Ich cash jetzt. Ich probiere jetzt mal wirklich einfach die einzucashen, um mit dem Geld zu gehen. Kann ich das? Okay, ich zahle es mir jetzt aus. Da ich den Bonusbedingungen zugestimmt habe, um meine Einzahlung von 100 € auf ganze 200 € zu verdoppeln, gibt es da aber einen Haken. Nein! Was? Ich dachte, ich kann mir jetzt was auszahlen, aber unglücklicherweise haben sie die Umsatzbedingungen noch nicht erfüllt. Sie müssen noch 3.500 € umsetzen. No way. Abzocke. Okay, beim Blackjack habe ich mich jetzt richtig schnell von 350 auf 80 € runtergezockt. Das sind einfach 270 € jetzt runter. Fehler, Sie haben einen ungenügenden Kontostand. Ich bin jetzt komplett broke. Nach 50 Minuten habe ich komplett alles versorgt. Das waren jetzt 100 € in weniger als einer Stunde einfach rausgeblasen. Für mich persönlich ist es noch nicht ganz nachvollziehbar, wie man jetzt davon süchtig werden kann. Deswegen würde ich sagen, wir finden es raus. Und sprechen dafür mit André, einem ehemals Spielsüchtigen Mitte 20. Wie ist denn der Verlauf jetzt für den Spielsüchtigen, quasi sich an den Automaten anzusetzen, bis zum Gewinn oder eben bis zum Verlust? Das hat am Ende eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht. Man, mir gibt es schon interessante, eigentlich bei mir, da ich kein Online-Casino-Spieler bin in dem Sinne, weil ich eigentlich fast nur sportwettensüchtig war. Und bei Sportwetten, ich kannte mich gut aus, Fußball, ich kann mit meinem Wissen was erreichen, was leider überhaupt nicht funktioniert. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Man Sie suchen vernachlässigt, den Weg, dass man auch keine nicht, Hilfe. sagen wir Es, mal, persönlich das groß, Regal ist was jetzt hinter der meine Wand. Nee, Wohnung, liebe mein Job, Feuerwehr, mein alles gut, es brennt auch meine nichts. Freundin. Für mich persönlich gibt es nicht mehr viel Großartiges auf meiner Seite. Ich Fünf habe eine geholfen haben, Doppel eigentlich so gesehen nur mein Bruder, seine Frau und die Kinder. Weißt du Und eine Zahl, wie viel du ungefähr, naja, dann verzockt hast? was ich bin in Stream. Kamerad aktuell in Schulden von 30.000 €. Man muss halt leider Dann da halt irgendwo einen überlege ich, ob Schluss ich nicht doch durchziehen, noch mal weil es wird mir nicht besser gehen, leider. Und Wir haben vorhin schon geredet, du kanntest mich davor schon aus den Streams von Unge. Und ich gehe davon aus, wenn du eh in der YouTube-Sphäre bist, dass du auch Knossi kennst. Ja, ich finde es nicht schön, dass quasi gespielt wird und dass andere Menschen das sehen und so verherrlichen und verharmlosen. Was man ihm positiv anerkennen muss, er sagt wirklich sehr, sehr oft, man sollte nicht spielen. Viele Leute sagen, dass Glücksspiel verboten werden sollte. Wie stehst du denn dazu? Für mich persönlich gehört es verboten. Ich stehe zwischen Ist zwei gut. Welten. Auf der einen Seite bin ich gegen Glücksspiel und wünsche mir, dass niemand diese Hölle durchgehen muss, von der ich gerade erfahren habe. Auf der anderen Seite muss ich mich, um mich für das Experiment in die Lage eines Spielers hineinversetzen zu können, bewusst dieser Gefahr aussetzen. Okay, wieder an die Arbeit. Ich werde auf jeden Fall auch noch An die Arbeit. ausprobieren. Davor werde ich aber mal das Online-Casino von dem guten Knossaller probieren. Der scheint davon ja zumindest mal milde begeistert zu sein. Guthaben 140 € und wir fangen wieder klein an. Let's go. 10 Cent. Jawohl, Alge. 20 Cent, krank. Vielleicht mache ich auch einmal irgendwas falsch. Schauen wir jetzt mal ein Video an.
klar. Wie kann er sich dafür so begeistern? Gesamteinsatz von 3 Euro hat er. 3 Euro. Komm, let's go. Das gibt mir einfach nichts. Für jeden Klick einfach nur 5 Euro in den Wind geblasen. Dafür hätte ich mir genauso guten Döner um die Ecke holen können. Gibt es ja auch Spiele, die nicht einfach immer das gleiche Prinzip sind. Alter, 30 Euro Gewinn für einen 3 Euro Einsatz. Digga, jetzt ist ja richtig los. Was? Hä? 100 Euro einfach jetzt. Hat es ja ganz kurz minimal Spaß gemacht. Wird unglaublich schnell zur Routine. Ich habe jetzt entdeckt, dass man es auch auf Leertaste machen kann. 10er, 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 10er. 55 Euro verloren innerhalb von ein paar Sekunden. Okay, also das ist ja der heftigste Gewinn. Oh mein Gott. Hä? Hä? Was? Jetzt haben wir wieder so viel wie am Anfang. Aber bis dahin will ich klären, wie funktionieren eigentlich diese Automaten? Ist da wirklich nur irgendeine stupide Wahrscheinlichkeit dahinter und es wird dann einfach ausgelost? Und zwar so, dass natürlich immer das Casino gewinnt, oder wird da wirklich irgendwas dem Zufall überlassen? Herr Nesnold, warum gewinnt die Bank immer? Ja, die Bank gewinnt immer, das ist so ein Spruch, das ist allerdings nicht ganz richtig. Es gewinnen auch die Gäste. Je öfter man spielt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Casino-Betreiber Geld verdient. Gibt es da dazu genaue Zahlen und vielleicht auch Richtlinien? Es gibt gesetzliche Vorgaben regionaler Natur, aber so insgesamt kann man nicht sagen, dass es einen einheitlichen Richtwert gäbe. Der Spielsüchtige, mit dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, der war der Meinung, man sollte Glücksspiel verbieten. Sind Sie da derselben Meinung? Wer Glücksspiele verbietet, treibt sie in die Illegalität. Strenge, klare Regeln für Online-Anbieter sind das Beste, was man machen kann. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, tatsächlich. Also mein Experiment geht jetzt weiter, aber ich habe gar nicht so das Bedürfnis, jetzt einfach weiterzumachen. Denken Sie jetzt, dass wenn ich das noch über einen längeren Zeitraum machen würde, dass sich das ändern würde? Wer ein schönes Leben hat, der wird wahrscheinlich der Spielsucht nicht verfallen. Allerdings, wer ohnehin schon Probleme hat, der sollte die Finger vom Glücksspiel lassen. Das ist doch eine klare Ansage. Was kann denn ein Spielsüchtiger machen, wenn er aus der ganzen Situation raus möchte? Es gibt viele Möglichkeiten, Hilfe zu finden. Das ist gar nicht schwer. Am besten wendet man sich an uns, einfach www.spielerschutz.eu, oder man googelt einfach Beratungsstelle und seinen Ortsnamen. Solltet ihr selbst Hilfe brauchen, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Aber auch wenn ihr das Institut Glücksspiel und Abhängigkeit mit einer Spende im Kampf gegen die Spielsucht unterstützen wollt, werdet ihr dort fündig. So, heute habe ich ein Gefühl, heute werden wir zum ersten Mal einen Gewinn auszahlen. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen motiviert. Ich habe gerade ein bisschen Bock, was mich überrascht, aber let's go. Ich gucke mir mal kurz die Gewinntabelle an, damit ich überhaupt weiß, was diese Sachen bedeuten. Also 3 von diesen Büchern, die sind schon mal stark. Und dieser Kerl da ist scheinbar auch krass. Gut, zum Einstarten mal gleich einen fetten mit 25. Let's go. Die 25, die sehe ich nie wieder. Geh noch mal ein bisschen runter. Hab schon die Hälfte von meinem Guthaben verballert heute. Let's go. Wir sind auf 30 Euro runter. Ich weiß nicht, ob das mit der Auszahlung heute was wird. 10 Euro nur. Oh mein Gott, was für eine Abzocke. Also das zieht sich tatsächlich gerade echt heftig. Und wenn dieses Buch immer kommt, einmal und zweimal und dann diese Sounds abgehen, das ist tatsächlich echt spannend. Ich habe noch 22 Cent. 2 Bücher. Mann, ich wollte doch nur 3 Bücher. Bei meinem letzten Spin. 10 Freispiele. Let's go. Jo, was? Was, Digga? Digga, was? Lol. Ich habe gerade 4 Cent gesetzt und habe wie viel gekriegt, warte? 10er. Ich habe einfach die 4 Cent Einsatz für 260-fach. Hätte ich da jetzt einen 10 eingesetzt? Oder ab 0-0. Auch dieser Tag geht ohne Gewinn. Mal schauen, wie sich's entwickelt. Nicht, dass ich jetzt plötzlich, je länger ich spiele, umso abhängiger werde. Auch wenn ich weiß, dass es mathematisch absolut unmöglich ist, am Spielautomaten langfristig Profit zu machen, habe ich das Gefühl, dass ich langsam anfange, Spaß dabei zu haben. Und das ist schon beängstigend. Trotzdem war auch an Tag 4 nicht der große Jackpot dabei, aber vielleicht ja heute. Okay, der letzte Tag ist angebrochen. Ich werde jetzt was komplett Verrücktes tun. Ich werde jetzt die 100 Euro einzahlen und die alle auf eine Karte setzen. Wenn ich Pech habe, ist alles weg. Wenn ich wieder so eine fair 260-Fachung habe wie am Tag 3, laufe ich hier mit einem 26.000 Euro Gewinn nach Hause. Oh boy. Du musst ihn versteuern, gell? Ich bin jetzt ganz nach oben. 100 Euro jetzt mit einem Mausklick rauszuhauen. Okay, jetzt ist sie. Wir haben eh gleich weg. Oh Gott, shit. Bruh, das hat jetzt wehgetan. Ist weg. Wir sind broke.
Aber die 500 Euro musst du dafür nicht versteuern. Die 500 Euro sind restlos weg. Ich habe von Montag bis Freitag gezockt und auch wenn ich mir immer noch nicht vorstellen kann, spielsüchtig zu werden, habe ich von Tag zu Tag mehr Spaß daran gefunden. Und das, obwohl ich mehr als zufrieden mit meinem Leben bin. Und wie Herr Nessnold schon gesagt hat, wer ohnehin schon Probleme hat, der sollte die Finger vom Glücksspiel lassen. Auch wenn ich nicht gefährdet bin, war das wohl das erste und letzte Mal, dass ich mit Glücksspiel in Kontakt getreten bin. Es ist auf Dauer zu 100% ein Verlustgeschäft, egal was man sich einreden will. Und sind wir mal ehrlich, was Unterhaltung angeht, hat der Automat im Vergleich zu anderen Spielen oder Computerspielen einfach nichts zu bieten. Im Video von nächster Woche werde ich versuchen, eine ganze Woche in der virtuellen Realität zu leben. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. So, ich hoffe, ihr hört das Video in die Reaction von mir, lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut mir für mehr vorbei und schaut mir nächstes Video, also, rein, klar.